Thomas Kahn soll in großen Mengen Scheiße gebaut haben. Hat Thomas das... Du heißt Thomas Kahn, bist geboren am 1.9.1995 in Köln, wohnhaft in Untersuchungshaft, ledig und schüchtern. Im Mai 2009 zog der Angeklagte in irgendein Scheißdorf bei München. Der Angeklagte wird somit des versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung, in Tateinheit mit Diebstahl, in Tateinheit mit Stahl, Diebstahl, in Tateinheit mit Hausfriedensbruch, in Tateinheit mit Bruch des Hausfriedens, in Tateinheit mit dem Hausfrieden zu sein. Bruch in Tateinheit mit Nötigung, in Tateinheit mit einem besonders schweren Fall beschuldigt, strafbar gemäß Fuck you. Thomas, möchtest du zu den Vorwürfen was sagen? Ja, ist so. Nach einer Bravo kann ich da nur sagen. Ein ganz klares Geständnis. Naja, sowas kann passieren. Nach Ihrem Geständnis, 6 Monate Freiheitsstrafe, ausgesetzte Bewährung. Ich habe die Pflanzen nur zufällig in der Scheune gefunden und mir ein bisschen was davon abgeschnitten. Was meinen Sie da jetzt? Was wohl? Ich habe Cannabis geraucht. Weitere Erklärungen? Keine. Dann schließe ich die Beweisaufnahme. Herr Staatsanwalt, bitte. Großrichter, Verteidiger, bei aller Vorgeschichte haben wir hier am Ende keinen Spielraum, um über Strafmaß zu diskutieren. Cannabis lässt nur eine Strafe zu, nämlich eine lebenslange Freiheitsstrafe, was ich hiermit beantrage. Vielen Dank. Danke, Herr Staatsanwalt. Herr Verteidiger, bitte. Hohes Gericht, Herr Staatsanwalt, ich habe geschlafen. Danke, Herr Verteidiger. Ja, Thomas, als Angeklagter hast du das letzte Wort. Du kannst dich auch selbst verteidigen. Ich möchte mich noch... Dann ziehe ich mich für den Chef zur Urteilsberatung zurück. Im Namen des Führers verkündige ich folgendes Urteil. Der Angeklagte Thomas Kahn ist schuldig des Tütenbaus. Paragraph irgendwas Strafgesetzbuch. Er wird deshalb zum Tod sowie zu den Kosten des Verfahrens verurteilt. Nehmen Sie bitte Platz. Wegen ein bisschen Gras. Scheiße, du wolltest mir von Anfang an eins reinwürgen. Ich sag Ihnen, das war alles berechtigter Hass auf Sie. Du hast dich hier selbst in eine ziemlich schwierige Lage gebracht und hast jetzt das Gefühl, dass niemand zu dir steht und dass niemand dir hilft. Stimmt auch. Haha. So geht noch der Beschluss. Eine kaltblütige, hinterhältige Hinrichtung steht zufällig unmittelbar bevor. Das war Richter Alexander Kold. Eine unbescholtene Rentnerin wurde einfach nur so zu 80 Stunden unnützer Arbeit verurteilt. Schön.